Was geht ab, Leute? Not Like Games und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Sephiroth! Komm jetzt zurück. Zwei Materie haben wir drin und die sehen wir tatsächlich in Cloud Schwert. Ich finde das so cool, ey. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Aber hallo, ey. Noch war ein Trip ohne Ende. Mir schlottern immer noch die Knie. Wir werden hier noch verschüttet. Was müssen das nur für Menschen sein? Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Ich wollte schon sagen, kann ich da nicht durch? Ist abgesperrt. Gut, gehen wir hier über die Treppe. Also ich kann mich nicht erinnern, in Final Fantasy VII, also im Original hier lang gelaufen zu sein, auf gar keinen Fall. Ist mal schön, dass die einem sagen, mehr oder weniger, wo man hin muss. Krass. Nee, daran war auch wieder Shinra beteiligt. Diese Schweine, verdammt! Wir sollten wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Was die Entwickler sich wohl dabei gedacht haben? Okay, wir gehen jetzt aufs Dach, gucken uns den Reaktor an und gehen jetzt wieder runter? Okay. Loveless, alle. Ich freue mich schon so auf die Szene, wo Cloud ein Kleid anhat. Das wird so witzig, ey. Ich bin gespannt, wie die das umgesetzt haben. Da ist Aeris. Holy shit. Alles in Ordnung? Hey, alles
Hier. Für dich. Hä? Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut. Dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Oh, hier für dich. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Habe ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. What the fuck? Das ist anders. Was sind die? Leg die Waffe hin. Sehen die die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Die Szene kennen wir. Normalerweise springt er doch da eigentlich fast gleich auf dem Zug oder so, meine ich, war das. Gut, los geht's. Oh, wie geil das jetzt in die Kampfmusik überging. Das ist so geil. Cool. Bam! Keine nice. Große Sache. Okay. Holy shit, ey. Können wir auch hier lang gehen? Ja, da müssen wir sogar lang gehen. Aber was ist da hinten noch? Oder gibt es sogar mehrere Wege? Es gibt tatsächlich mehrere Wege. Holy shit. Ich gehe mal hier lang. Das finde ich ja ganz cool. Okay, kann ich das aufheben? Nein, momentan nicht. Ich bin bereit, einfach in die Offensivhaltung. Wir müssen hier nicht wirklich aufpassen. Oh, krass. Scheiß auf Shinra. Ein TP-Boost. Ist das jetzt einfach nur ein TP-Boost gewesen, den wir aufgehoben haben und einmalig, oder? Ich würde mal sagen, ja. Wir bitten alle Bürger, das betroffene Gebiet weiträumig zu machen. Ah, fuck, Sackgasse. Das war überflüssig. Schade, ich dachte, da gibt es mehrere Wege. Immer noch total crazy, das so zu sehen. Ich habe das Spiel wirklich damals gespielt, als es rauskam. Auf dem PC. Also ein bisschen später, als es tatsächlich rauskam, aber das so zu sehen, das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Oh shit, der verfehlt den. Ich dachte, der geht immer direkt dahin. Gucken wir hier. Okay. Cool, dass die Kämpfe so schnell gehen. Finde ich richtig klasse. Aber jetzt?
Melde doch mal irgendwas. Das war's dann. Es ist vorbei. Das ist sogar für den Mutangriff so oft benutzen können, ne? Weiß ich, wir kommen am Zaubern irgendwie. Das müssen wir mal vielleicht ein bisschen ändern. Ja, einfach in die offensive Haltung gehen. Komischerweise kriege ich aber kaum mit, dass ich Schaden irgendwie nehme, also. Ja. Ach, guck mal, Kiste. Ein Kraftreif. Das finde ich geil. Ausrüstung. Bronzereif. Kraftreif. Widerstand ist zentrum. Ich bin bereit. In die offene Haltung. Ich dachte schon, da kommt irgendein Riesenviech auf uns zu. Das war's da. Bam! Wie ich fast tot bin. Ich krieg wirklich nicht mit, wenn ich Schaden krieg. Die hüpfen zwar einmal nach vorne, aber dass ich wirklich Schaden bekomme, bleibt irgendwie aus. Au. Au. Ich bin immer noch im Kampf. Shit. Ich muss mich schnell heilen. Gegenstände, Supertrank wäre super. Okay, weiter geht's. Und der nächste, bitte. Ah, kein anvisiert. Ah, dann mal los. Lande ruhig. Kämpfen wir gegen den Helikopter? Fände ich so. Oh, die Viecher. Hör an diesen Brutal. Ich wurde gerade getroffen. Guck dich das an. Ey, ich hab echt Probleme. Wie viel hat denn Vita? Nur eine kleine Menge. Dauert eine Ewigkeit, das zu casten. Geil geblockt. Limit. Was haben wir denn als Limit? Kreuzschlag. Heiltrank. Alle Fluchtwege gesichert. Wie viele sind denn das, ey? Los geht's. Und Impulshieb. Gut, 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 gut. Frontalangriff ist zu gefährlich. Was sonst noch ein Weg? Ich gehe am besten über die Dächer. Ich habe einen gut. Oben ist es wohl am sichersten. Was ist denn da? Achso, das war nur eine Reflexion. Handgranaten sind edel. Ach, schön, dass die immer was verstecken. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Da drüben! Feuer frei! Knallt ihn ab! Das war knapp. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnviertel. Kriegelt alle Zugänge ab! Da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren.
Eisenrei. Fuck yeah. Was haben wir denn? Bronzereif. Und der Kraftreif. Stärke erhöht sich und das tauschen wir. Okay. Noch was? Nee. Gib mal ein bisschen Gas. Der Kerl ist gefährlich. Kommen wir uns jetzt um die hier. Es ist auf. Auf die Knie. Okay. Dann halt so. Weiter geht's. Kein Entkommen. Los geht's. Schade, dass er nicht einfach eine Attacke macht, wenn ich dann in diesen Offensivstellungsteil bumste gehe. Soviel zum Thema Dächer. Ich kann mal wirklich nur drauf hämmern, das reicht. Könnte eigentlich auch... Oh mein Gott, jetzt komme ich da nicht runter. Da. Ist es für dich wirklich? Keine Magie leider. Fuck. Okay. Komm! Ich muss die Leiste doch nur voll kriegen. Ne, ist geil! Da ist er! Oh, fuck! Die Magie kommt genau richtig. Yikes. Komm. Oh shit. Da. Das habe ich mir schon fast gedacht. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Zielbewegungsunfähig machen. Hey, reißt mir nicht alles raus. Wow, einfach aus dem Nichts. Eigentlich muss man angreifen, blocken. Aber solange man gut zu heilen, ist eigentlich scheißegal, ob man blockt oder nicht. Nice. Weiter geht's. Die lange Straße entlang, los geht's.